Aus einem Routinefall in einem Hotel entwickelt sich für Marc Westerhofen und Peter Rothmeier jetzt ein ungeahnt dramatischer Einsatz. Ja, das ist jetzt einer so von diesen nicht ganz so beliebten Einsätzen, die wir haben. Hier ist ein Hotel und da gibt es natürlich viele Gäste und da kommen immer Kleinigkeiten weg, also Diebstahl. Aber das Besondere hier war jetzt, glaube ich, der Diebstahl. Ja, Diebstahl aus Abstellkammer, denke ich, ne? So war das. Ja. Das ist ja eine Kleinigkeit. Im Grunde genommen ist so ein Dinger, Anzeige gegen unbekannt, nehmen die Personalien auf, da hauen wir wieder ab. Also im Grunde genommen bräuchte ich da gar nicht mit, aber wisst ihr was, machen wir schnell. Wir gehen mal rein, dann gucken wir uns das mal an. Machen wir. Ach, guck mal. Ja, nu, irgendwann. Ja. Hallo? Was passiert? Junge Dame, arbeiten Sie hier? Nein, ich bin hier Gast. Sollen wir Ihnen helfen gerade mal? Das wäre echt nett. Was ist denn da alles hier? Was haben Sie denn da alles für tolle Sachen? Zeigen Sie mal her. Warten Sie mal. Junge Frau, wenn Sie Gast sind, ne? Dann möchte ich mal gerne wissen, was damit so viel Seife? Was haben wir da noch? Duschgel? Honig? War das wieder? Honig? Was haben wir noch? Schokolädchen haben wir noch hier. Aber wissen Sie eigentlich, warum wir hier sind? Woher soll ich das wissen? Ich wollte doch nur kurz zu meinem Auto gehen. Ja, genau. Was wollten Sie machen? Die Sachen schnell wegbringen. Passen Sie auf, wir laden die alle mal wieder rein. Da haben Sie noch ein Handtuch hier noch drin. Also ich glaube, was ist das denn? Pass auf, ich lade das jetzt alles mal ein und Sie gehen jetzt gerade mal nicht zu Ihrem Auto, weil die Sachen, die gehören alle nicht Ihnen. Und das ist ein Diebstahl, was Sie machen. Deswegen sind wir hier, wegen Diebstahl. Aber was ist das denn da? Junge Frau, das Armband hier, kommen Sie mal aus dem Eingangsbereich raus. Nicht, dass gleich noch andere Gäste über uns stolpern. Wie kommen Sie an das Armband hier? Ja, das habe ich gefunden. Haben Sie gefunden? So wie alle anderen Utensilien? Nein, die anderen habe ich. Ich sag doch, ich bin hier Gast und es ist doch mein gutes Recht. Honig, etc. Ja, was machen Sie? Gehen Sie in jedes Zimmer, was offen. Das sind doch Gehen Sie in jedes Zimmer, was da offen ist. Ach, mein Name. Guten Tag. Ich habe Sie gerufen. Prima, schön. Ja, ich wollte einen Diebstahl feststellen. Also, ich habe einen Diebstahl festgestellt und, ja. Was haben Sie denn genau festgestellt? Was fehlt denn? Also, ich hatte vorhin beim Verräumen gemerkt, dass einiges bei uns in der Abstellkammer fehlt. Zum Beispiel? Genau, und Nein, zum Beispiel heißt, was fehlt denn? Also, das Beispiel sollen Sie mal sagen. Was ja, fehlt denn? Einige Sachen haben gefehlt auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir gleich mal in den Abstellkammer mal rein. Sowas hier, das habt ihr auch, ich sag mal, in geringen Verlusten einkalkuliert. Na, so ein Duschgel. Mal so ein Duschgel oder mal so ein Gläschen Honigschokolade ist gut. Aber so ein Koffer voll, das ist ein bisschen zu viel. Ne? Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte meine beste Freundin als vermisst melden. Als vermisst? Ja. Okay. Seit wann ist die vermisst? Seit gestern Abend. Sie hatte gestern Abend ein Date im City Inn Hotel. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Sie ist meine Mitbewohnerin, hat mir versprochen, abends wiederzukommen. Okay. Kommen Sie einmal rum, ich höre mir das mal kurz an, okay? Also nichts Junges, also schon. Ach, ich gehe davon aus, eine Mitbewohnerin. So, setz dich hin. Danke. Wie alt ist denn Ihre Mitbewohnerin? 24. 24? Gibt es da Anhaltspunkte, dass irgendwas passiert sein kann? Weil ich sag mal, dem Alter ist ja jetzt nicht unüblich, dass man auch länger wegbleibt. Ja, sie hatte gestern Abend ein Date. Hier ist die Einladung im City Inn Hotel. Die wollten sich an der Hotelbar treffen. Ach, sie hat ein Date, Online-Date gehabt, oder was? Ja, genau, richtig. Ja? Okay, und dann hat sie sich mit dem im Hotel getroffen? Ja. Ist aber auch mutig, sofort ins Hotel zu gehen. Ja, hat aber diese Karte hier bekommen von Martin. Sie wollte sich mit Martin treffen. Also auf, Martin, ja. Martin, der Nachname war Martin Rehe, Martin Rehe war das. Wie wird das geschrieben? Ich meine R-E-H, so hat sie es ausgesprochen, Martin Rehe. Ah, wie heißt Ihre Freundin? Vanessa? Und Vanessa weiter? Jäger. Vanessa Jäger, okay. Wer sind Sie? Ich bin der Sven Arendt. Ja, haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Also Ihre Mitbewohnerin, haben Sie gesagt, und beste Freundin? Ja, genau, richtig. Ja. Ich habe auch ein Foto von ihr. Die ist 24, haben Sie gesagt, ja? Genau, richtig. Hier, die Vanessa. Aha. Okay. Eine hübsche Frau, ja. Geht da mehr zwischen Ihnen? Also Nee, ich bin schwul. Okay, das ist meine klar. beste Freundin nur. Ja. Okay, welches Hotel wollten die sich treffen? Im City Inn Hotel. City. Ich mache mir nur Sorgen, weil für sie ist das halt einfach unüblich. Ja. Also sie hat mich auf Dates und wenn sie Dates hat, sie meldet sich permanent bei mir und gar nichts. Ja. Wirklich gar nichts. Da stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht sein. Okay. Nimm das Handy mal kurz mit, zeig dem Kollegen mal die Bilder und dann komme ich gleich wieder, ja? Alles klar. Also, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast. Ja, also der hat seine Mitbewohnerin, die ist eigentlich sehr zuverlässig, die Vanessa Jäger. Das ist diese junge Dame hier.
Ja. Aha. Hat sich online mit einem Herrn Reh, Martin Reh, verabredet. Im Hotel, im City Inn Hotel, gestern Abend um 20 Uhr. Da sind schon, da ist der Marc und der Peter, die sind da. Ja, dann können die ja mal nachfragen, ob da. Genau, die sind da wegen diesem. Da waren doch immer in den vergangenen Wochen immer diese kleinen Diebstähle, diese Diebstähle geringwertiger Sachen. Die sind da, den kann ich gerne mal Bescheid sagen. Vanessa Jäger. Genau, Vanessa Jäger, 24 soll die sein. Und der andere, der heißt? Martin Reh. Reh, da kann ich schon mal gucken, ob ich mal mit dem was haben. Das ist dieser Datepartner, oder was? Genau, da weiß er jetzt aber auch nichts drüber. Und sollte man den erreichen, soll der herkommen, oder? Wenn wir was drüber haben, ja, können wir ja zumindest mal nachfragen, wo sie ist. Also ich sag mal. Wenn sie jetzt, wenn die sich getroffen haben und danach gegangen hat, vielleicht liegen sie noch im Sparbereich oder was, keine Ahnung. Oder andersrum. Ich sag denen mal Bescheid. Ja, genau. Okay, super. Ja, so verstanden. Vanessa Jäger ist der Name von der Vermissten. Guck mal, da ist ein V eingraviert oder was ist das? Ich guck grad nach. Also ich würde sagen, ja, das wäre ein V. Ganz kurz, haben Sie vielleicht diese Dame hier irgendwann irgendwo gesehen? Also, das kann durchaus sein. Ich habe da einen Streit beobachtet zwischen einem jungen Pärchen. Und die junge Dame hatte definitiv blonde Haare. Aber den Mann, keine Ahnung, den habe ich nur von hinten gesehen. Hm. Die Streif hat sich gemeldet, der Marc und der Peter. Und die haben im Hotel diese besagte Diebin, die da in den letzten Tagen immer geklaut hat, haben sie angetroffen und haben dieses Armband gefunden. Aha. Laut eigenen Aussagen hätte sie wohl beobachtet, wie eine junge Frau und Mann sich gestritten haben. Dabei wäre dieses Armband zu Boden gefallen. Gestern Abend oder wann? Und dann hätte er sich das, hat sie sich das angeeignet. Ne? Aha. Kennen Sie das Armband? Weil das sieht ja jetzt aus wie so ein V da drin. Das würde ja für die Vanessa passen. Das ist das Armband von Vanessa. Die setzt das aber nie ab. Okay. Ja. Dann sage ich der Streife mal Bescheid, dass das tatsächlich dieses Armband ist. Das ist identifiziert worden von Ihnen. Ja. Und der Rell ist am Weg. Dann sage ich der Streife mal Bescheid, ne? Okay. 1:15:31. Sagst du noch mal den männlichen Gegenwart zu der Jäger? Wie hieß der? Martin Rell. Und ich habe euch von der Vanessa jetzt auch mal ein Foto zukommen lassen. Ja, so verstanden, danke. Schauen Sie auch mal bitte, ob Sie einen Martin Rell in der Liste haben. Martin Rehl, ja, der sagt mir was. Ja, haben Sie da drin? Drin jetzt oder haben Sie den nicht? Haben Sie eingecheckt, ne? Der ist öfters mal bei uns, also der kommt schon mal öfters. Hat er denn gestern oder heute hier eingecheckt? Ist unter dem eine Zimmernummer hinterlegt? Ja. Gut, welche? Das ist die 129. 129, gut. Genau. Ganz kurz, diese Vanessa, wo wir gerade von gesprochen haben, haben jetzt gesagt, die hat zwar nicht eingecheckt, aber können Sie sich denn vielleicht an die Dame erinnern? Ich habe nämlich gerade ein Bild von unserer Leitstelle bekommen, das zeige ich Ihnen jetzt gerade mal. Mhm. Können Sie mal kurz mal schauen hier. Das ist diese Vanessa. War die vielleicht mit diesem Herrn dort irgendwie zusammen? Mhm. Können Sie sich da vielleicht dran erinnern? Was hat der gemacht? War der ja in der Bar? Ja, die saßen zusammen in der Bar, haben halt sich einen Sekt getrunken zusammen. Ja. Haben die dann das Hotel verlassen? Können Sie was da beobachten? Oder sind die aufs Zimmer gegangen? Wissen Sie das? Also, die sind auf jeden Fall aufs Zimmer gegangen, ja. Das habe ich beobachtet. Das haben Sie beobachtet? Ja. Super. Und das Zimmer, das haben wir auf jeden Fall jetzt noch gebucht. Das ist noch nicht ausgecheckt, ne? Ja, ja, das Zimmer ist noch... Ja, ist noch im Bestand. Ja, muss bestimmt gleich mal angucken. Verschwinde da. Mach, dass du wegkommst. Sofort. Wer soll wegkommen? Nix. Privates. Alles Hallo, gut. Herr Rell. Guten Tag. Wir hatten ja telefoniert. Ne? Ich hatte ja kurz angedeutet, warum Sie hier sind. Kennen Sie eine Vanessa Jäger? Nee. Kennen Sie nicht? Okay. Noch nie gehört. Und das City Inn Hotel? City Inn. Nee, wo ist das? Also sagt mir gerade nichts, ne? Sagt Ihnen nichts, okay. Weil wir haben Informationen, dass Sie sich über eine Internetplattform mit dieser Vanessa Jäger verabredet haben. Und gerade im City Inn Hotel. Nee. Okay, da waren Sie auch noch nie. Oder jetzt über das Internet irgendwie so. Es kommt schon mal vor, dass ich schon mal so ein paar Frauen date. Ja, das ist, aber Vanessa, irgendwas sagt mir gerade nichts. Ne? Moment. Hört? Mit dem Herrn Kümmler, das ist der Rezeptionist des City Inn. Der hat angegeben, dass Martin Rehl aktuell noch eingecheckt ist in Zimmer 129. Da hat eine Zeugin auch den Streit beobachtet. Also er muss das Hotel kennen und eigentlich auch noch vor Ort sein. Ja, danke.
Wir haben jetzt aber noch Informationen aus dem Hotel, dass eine Person mit ihrem Namen oder sie tatsächlich auch selber in Zimmer 129 immer noch eingecheckt ist. Mark Westerhofen und Peter Rothmeier vor Ort wissen noch nicht, dass die Kollegen das mutmaßliche Online-Date bereits erreicht haben und auf der Wache befragen. Ich möchte gerne mal aufs Zimmer, diese 129, ja, die möchte ich jetzt besuchen. Und Sie dürfen dort so lange Platz nehmen, bis wir wieder runterkommen. Genau. Den Perso habe ich als Pfand. Und den Koffer, den Inhalt ist klar, ne? Den gehen wir natürlich zurück. Und über die anderen Sachen, da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber. Wir kommen gleich wieder. Wir konnten dann in Erfahrung bringen, mit wem sich die Frau Jäger da treffen wollte oder getroffen hat. Der Herr Kümmler konnte uns auch die Zimmernummer mitteilen. Wir sind dann aufs Zimmer und konnten da leider niemanden antreffen. Ja, das Bett war durcheinander, benutzt. Ja, die Damenhandtasche war noch vor Ort, es war noch eine Damenjacke dort. Aber wie gesagt, keine Spur, sowohl von der Frau Jäger nicht, als auch der Herr Rehl war nicht vor Ort. Können sich natürlich überall aufhalten, ob sie sich jetzt im Saunabereich aufhalten oder gerade eine Stadtrundfahrt machen, das wissen wir nicht. Da müssen wir erst mal ein bisschen ermitteln. Ja. Komm, Arnold. Ja, ihr hattet mir jetzt eben die Info gegeben, dass Martin Rehl bei euch im Hotel seid. Das kann aber nicht ganz stimmen, denn er sitzt gerade bei uns auf der Wache. Er sitzt bei euch auf der Wache? Genau, also in dem Hotel hält er sich auf jeden Fall gerade nicht auf. Ja, so verstanden. Herr Kümmler, kommen Sie mal bitte rein. Jawohl. Gut, Hotelzimmer ist leer, wie Sie sehen. Haben Sie im Hotel oder irgendwo eine Kameraüberwachung? Ja, die haben wir. Können wir da ein Video einsehen von gestern Abend eventuell? Ja, klar, gerne. Moment mal, gehen Sie bitte noch mal raus. Ja, wir brauchen das Video, ne? Ja, ganz kurz jetzt, ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Nochmal, der hier eingecheckt haben der soll, genau, der sitzt auf der Wache. Hat Arnold so gesagt, ja. Aber wie geht denn das? Ja, macht erstmal keinen Sinn, weiß ich nicht. Ja, eben, genau. Dann kann ja nur sein, dass sich vielleicht jemand anderer eingecheckt hat hier. Oder der Rehl gibt gerade ein Geständnis, was er mit der vermissten Person gemacht hat. Das kann ja auch sein. Dass das in die Düse geht. Oder? Ja, nicht, dass das weiß alles ich wieder keine so eine, so eine so. Quatschgeschichte alles ist. Mal gucken, ja. Das Video das Video. Darf ich mal? Natürlich. Siehst du? Das ist doch die Frau vom Voto hier. Ja, der kenne ich sogar okay, ohne Brille. Okay, okay. Dreht er sich nochmal um? Siehst du nur von hinten jetzt, ne? Das ist von gestern Abend, richtig? Genau. Gut. Und jetzt haben die Kollegen mir von draußen noch ein Video geschickt. Also jetzt hier auf dem Video sehe ich diese Dame mit einem Herrn, aber das sind nicht Sie. Aber ist ja durchaus möglich, dass sie da, wie gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt läuft. Die Frau ist verschwunden. Okay. Und da weiß ich nichts von. Also wie gesagt, ich war auch gestern Abend zu Hause. Kann ich auch nachweisen, aber Vanessa sagt mir jetzt nichts. Okay. Was hat er jetzt? Dunkle, kurze Haare. Mehr habe ich jetzt auch erstmal so nicht gesehen. Blaues Hemd oder dunkelgrün oder was? Wer ist er denn? Wer ist er? Auf dem Überwachungsvideo des Hotels konnten wir erkennen, wie die Frau Jäger mit einer männlichen Person am Tisch sitzt und Sekt trinkt. Wir vermuten natürlich, dass das diejenige Person ist, mit der sie sich da getroffen hat, womit sie jetzt unterwegs ist. Wir sind dann aus dem Zimmer raus, auf den Hotelflur und da kam uns genau der Mann entgegen, den wir vor einer Minute auf dem Video gesehen haben. Wir erkannten ihn sofort, er hat einen Wäschewagen geschoben. Arbeitet der hier? Nee. Bleiben Sie mal stehen. Bin ich nicht. Wer sind Sie? Bleiben Sie mal stehen. Ich bin Gast hier im Hotel. Ah. Was machen Sie mit dem Wäschewagen? Warte ja, doch mal. Hier im Weg rum. Stopp. Siehst du das? Das hier liegt doch jemand. Okay. Halt ihn fest. Okay, mein Freund. Ja, alles gut. Einmal direkt hier dran stellen und stehen bleiben. Junge Frau, die Polizei ist da. Einfach nur stehen bleiben. Oh, ganz ruhig. Sie ist verletzt. Darf ich Ihnen aus dem Wagen helfen? Kommen Sie mal, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Okay, ich taste Sie gerade mal ab. Wie heißen Sie jetzt überhaupt nochmal? Ich bin Yannick Räh. Yannick Räh? Wie heißt der von der Wache? Martin. Wer ist denn der Martin? Ist das Ihr Neffe, Ihr Schwager? Der Martin ist mein Bruder. Guck mal. Und wie kommen Sie dann hier ins Hotel? Mit ihr? Ich hatte mich mit ihr getroffen gehabt.
Unter dem Namen Ihres Bruders? Ja, um genau zu sein, ja. Wussten Sie davon? Ja, am Anfang nicht. Ah. Ich dachte, ich treffe mich mit seinem Bruder. Später, ja, ich habe es ja gesehen und auch irgendwie gemerkt. Wie ist denn überhaupt die Verbindung zustande gekommen? Das hätte ich jetzt mal gerne gewusst. Wie sind Sie auf den Martin Rähl und dann zu ihm gekommen? Ja. Ganz ursprünglich. Also den Martin habe ich über eine Dating-App kennengelernt. Okay, und, da fängt alles an. Das war auch geplant so. Ja, und dann saß ich in der Bar und war halt er da. Und am Anfang, ja, hatte ich halt nicht so Bock, weil ich wollte halt seinen Bruder treffen und nicht ihn. Ja, oder wir haben uns aber ganz gut verstanden eigentlich. Ich dachte auch, er wäre echt cool. Ja, und dann haben wir noch den Abend miteinander verbracht. Und tja, heute Morgen wollte ich aber halt nach Hause, weil ich keinen Bock mehr auf ihn hatte. Die Nacht haben Sie mit ihm auf dem Zimmer verbracht? Ja, aber wir haben nur Fans. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das interessiert mich gar nicht, nee, und da geht also, mich auch nichts es an. Es geht halt darum, dass am nächsten Morgen, er wollte halt mehr, aber ich halt nicht mehr. Und wir haben uns halt gestritten, er hat mich festgehalten und ja, ich habe mich versucht loszureißen und dann ist er... Im Zimmer. Das war alles im Zimmer? Also vor dem Zimmer. Vor dem Zimmer, also nicht im Zimmer. Mhm. Okay, weiter. Ja, und dann bin ich halt gestolpert und gegen Türrahmen oder hier gegen, ich weiß es halt nicht mehr. Man hat auch gestolpert. Ja, aber weil er mich halt so komisch festgehalten hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Für Sie vorsorglich ein RTW, Rettungswagen. Ja, Sie bleiben hier in der Obhut des Herrn Kümmler. Und Sie kümmern sich, Herr Kümmler, bitte um einen Rettungswagen, ja, dass Sie Arzt versorgt. Das machen wir doch jetzt. Es gibt so manche Leute, die sind ja wirklich echt leichtsinnig. Ne? Unsere Frau Jäger, die kommt in die Kategorie 3 und von 3 und das ist extremst leichtsinnig. Sie hat ein Online-Date, verabredet sich dann in einem Hotel. Das ist schon mal so eine Sache, muss man ein bisschen aufpassen. Dann bekommt sie heraus, dass der Herr, mit dem sie sich da verabredet hat, gar nicht der ist, den sie online kennengelernt hatte, sondern der Bruder. Jetzt kommt die nächste Frage. Gut, normalerweise wäre das hier beendet. Aber was hat sie gemacht? Ja, ist nicht schlimm, dann nehme ich halt den Bruder. Um vielleicht, und das muss ich ja noch mal vorstellen, an den eigentlichen Herrn, den sie kennenlernen wollte, dranzukommen und geht mit dem auch noch aufs Zimmer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, sucht euch eure Dates ein bisschen besser aus und im Hotel beim besten Willen, nee, das geht gar nicht. Ja, haben wir so mit. Es ist so, er ist immer so ein bisschen eifersüchtig auf mich, weil ich immer mit Frauen gut kann und mein kleiner Bruder kriegt das nicht so richtig auf die Kette. Und da habe ich ihm so ein bisschen zum Date verholfen, sagen wir mal so. Dass Sie ihm die in Ihrem Namen die junge Dame klargemacht, wie man es so schön sagt heute, und ihn dann hingeschickt, oder was? Ja, so könnte man es ausdrücken, ja. Und wo Sie eben telefoniert haben, haben gesagt, hier, hau ab, da sofort, da haben Sie mit Ihrem Bruder telefoniert. Ja. Da hat er gesagt, was da passiert, was ist denn da vorgefallen im Hotel? Warum soll er abhauen? Das weiß ich nicht genau. Er hat mir nur irgendwie gesagt, hier so und so, und habe ich ihm nur gesagt, er soll abhauen. Jetzt mal ehrlich, die junge Dame war bestimmt, wenn sie im Wäschekorb transportiert ist, nicht ganz bei Sinn. Und Sie sagen zu Ihrem Bruder, er soll abhauen. Also können Sie mir nicht erklären, dass Sie davon nichts wussten? Ja, das ist, er sagt, irgendwas ist vorgefallen. Und ich habe ihm dann nur gesagt, okay, dann guck, dass du halt schnell verschwindest. Ne? Das zieht eine Anzeige wegen Strafvereitelung nach sich. Der Bruder wird wegen sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung angezeigt. Arne Schneider informiert den Mitbewohner der 28-Jährigen. Was da genau jetzt passiert ist, das wissen wir noch nicht. Aber sie ist auf jeden Fall da, sie lebt und ihr geht's den Umständen entsprechend gut. Die lasse ich nie wieder allein auf ein Online-Date. Die 28-Jährige hat mittlerweile einen Freund gefunden. Ganz ohne Internet und Blind-Date. Die Diebin der Hotelprodukte muss sich wegen Diebstahls vor Gericht verantworten.